den 80er Jahren reiste ich nach Benin, um eine Reportage zu machen über Land und Leute. Und ich hörte von einem katholischen Priester, einem Franzose, wo ich unterkommen konnte. Und ich saß mit ihm auf seiner Veranda und ich hörte auf einmal Trommeln, wie ich sie noch nie gehört habe in Afrika. Ich habe ihn gefragt, was das sei. Er antwortet nicht. Das zweite Mal frage ich, er antwortet nicht. Und das dritte Mal guckt er mich erschreckt an mit roten Augen und sagte, der Teufel. Henning Christoph, wie ging diese Geschichte weiter? Ja, ich war auf, wie gesagt, auf den See mit dem Priester. Die Trommeln schlugen. Ich habe meinem Bootsmann gesagt, er sollte mich mal rausbringen, wo die Trommeln schlagen. Und da fuhren wir zu einer kleinen Insel. Da waren Menschen, die tanzten wie verrückt mit Messern, haben sich immer geschnitten. Haben mich schnell verjagt. Ich konnte ein paar Fotos machen. Ich saß wieder in dem Boot und ich habe den Priester gefragt, was das sei. Den Boot früher. Und er sagte, Kuku, Kuku. Ich wusste nicht, was das war. Und er sagte, Voodoo. Kam ich wieder an bei dem Priester. Er sagt, ja, wo bist du denn gewesen? Ich sagte, ja, bei Kuku. Er zog seinen Rosenkranz raus, kniete sich hin, fing an zu beten. Und da wusste ich, dass ich zurückkommen muss. Da hatte sie was gepackt, kann man sagen. Ja, ja, das war ein unglaubliches Erlebnis. Mhm. Nicht? Aber ich wusste nicht richtig, was es war. Nicht? Ich kannte Voodoo aus Haiti und Brasilien, aber ich habe es noch nie gesehen in Afrika. Ich weiß auch nicht so genau, was es ist und ich glaube, das verbindet uns alle heute. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Was ist Voodoo? Da wollen wir uns heute ein bisschen annähern. Henning Christoph ist bei uns. Sie gelten als der Voodoo-Kenner. Sie sind Ethnologe, Völkerkundler, preisgekrönter Fotograf, mehrmals den World Press Photo Award bekommen. Und Voodoo haben Sie, kann man sagen, zu Ihrem Lebensthema gemacht. Es kommt mir so vor, als ob das weit weg ist von unserem mitteleuropäischen Leben. Warum hat sie es so gepackt? Ja, es war etwas, Afrika hat mich immer gepackt. Das fing schon an als Kind. Und ich bin da in was eigentlich reingestolpert, zufällig. Das war ein Auftrag, den ich hatte von einer Zeitschrift. Und das war Benin, das war noch in der sozialistischen Zeit, Mitte der 70er Jahre. Und da sollte ich eine Reportage machen über Land und Leute. Nicht? Und hatte ich dann diese Erfahrung gemacht und sagte, das lässt mich nicht mehr los, ich muss zurück. Mhm. Das war dann nach Öffnung von Benin 1990, hatte ich Gelder bekommen von der UNESCO, die haben dann 2 Jahre unterstützt, dass ich Voodoo dokumentieren konnte. Ja. Ich hatte natürlich keine Ahnung. Ich hatte keine Kontakte, wie sollte ich weitermachen? Und gleich erzählen Sie uns, wie Sie da wirklich erste Kontakte geknüpft haben. Das ist ja nicht so einfach, als Weißer da hinzukommen und zu sagen, erzählt mal. Mhm. Und heute sind Sie, wie gesagt, einer der profiliertesten Voodoo-Kenner und haben eins der bedeutendsten oder das bedeutendste Voodoo-Museum in Europa aufgebaut, in Essen. Ich weiß nicht, welches Kopfkino beim Stichwort Voodoo bei Ihnen abläuft, liebe Zuschauer. Stoffpuppen, gespickt mit Nadeln, tote Hühner. Das ist in erster Linie Hollywood, sagt Henning Christoph. Die Wahrheit über Voodoo, die sieht anders aus. Voodoo stammt ursprünglich aus der Sprache der Fong, einer westafrikanischen Volksgruppe. Es gibt weltweit verschiedene Schreibweisen des Begriffes. Voodoo bedeutet Geist oder Gott und steht für eine Religion, die es vermutlich schon seit mehreren tausend Jahren gibt. Ihre Anhänger, die Voodoosi, erhoffen sich durch spirituelle Handlungen Schutz und Heilung. Die Wiege des Voodoo steht in Westafrika, im Staat Benin. Dort ist Voodoo, neben Islam und Christentum, allerdings erst seit 1995 offiziell als Religion anerkannt. Offiziell gibt es in Benin rund 2 Millionen Voodoosi, jeder 5. Einwohner. Vermutlich sind es sogar noch mehr, denn viele Christen und Muslime glauben auch an Voodoo. Von Benin aus verbreitet sich die Religion zunächst in die Nachbarländer. Ab dem 16. Jahrhundert kommt mit der Verschleppung der Sklaven aus Afrika Voodoo nach Amerika. Lange Zeit müssen die Voodoosi ihren Glauben verstecken. Das ändert sich besonders ab den 1970er Jahren. Grund ist das gewachsene Selbstvertrauen der Schwarzen in Amerika, die stolz auf ihre Herkunft sind.
Voodoo verbreitet sich rasant. Heute gibt es weltweit etwa 60 Millionen Anhänger. In Benin haben Sie Voodoo kennengelernt. Das nennt man die Wiege des Voodoo. Wie haben Sie da Zugang bekommen? Wen haben Sie getroffen? 1990, wo sich Benin eröffnet hat, nicht, da hatte ich von der UNESCO Unterstützung bekommen, also dass ich ein Buch mache und verschiedene Reportagen über Voodoo. Ich habe gesagt, das ist das Einzige, was man in Benin machen kann. Nicht? Also sie wollten es bekannt machen. Mhm. Und ich hatte eigentlich keine Kontakte, außer was ich erzählt hatte, auf den See. Und wo ich anreiste im Flughafen, stand ein junger Mann da, nicht, und fragte mich, ob ich einen Führer brauchte. Ich sage ja, nicht, also wenn du mich zu Voodoo-Zeremonien bringen kannst. Nächsten Morgen holt er mich ab in den Hotel. Wir fuhren ungefähr 100 Kilometer nördlich von Cotonou, der Hauptstadt. Und ich fragte ihn, wo wir hinfahren. Er sagte, ja, zu seinem Onkel, so sein Gedenke. Und er sagte, ja, wenn wir jetzt ankommen, ich würde seinen Onkel sagen, ich sollte mein Gewehr nehmen und auf ihn schießen. Habt ihr ein Gewehr dabei? Nein. Nein. So. Ich sagte, ich habe doch kein Gewehr und ich könnte nie auf einen Mensch schießen. Da sagt er, das macht nichts. Wenn Sosa das sagt, dann sagst du, Sosa, wenn ich ein Gewehr auf dich richten würde, würde er laufschmilzen. Ich sage, ja, kann ich sagen. Ne? Wir kamen an und dann passiert es auch so. Er hat mich aufgefordert, auf ihn zu schießen. Und ich habe aufgesagt, was ich sagen sollte. Die Frauen schrien, die Männer schrien, alle tanzten und schrien, waren glücklich. Sosa lächelte und da konnte ich bleiben. Hier sehen wir ihn. Ja. Das ist während einer Voodoo-Zeremonie neben ihm, das ist Blut, oder? Das ist Blut, ja. Das waren die Opfer, das war an seinen Bulletproof-Voodoo-Zeremonie. Bulletproof? Bulletproof-Voodoo, nicht? Also, dass man auf ihn schießen kann, nicht? Aber er ist geschützt. Hat Sie das nicht irritiert, dass er sagt, schieß auf mich? Nee, eigentlich nicht. Ich musste da ein bisschen drüber lächeln. Nicht? Aber war ein wunderbares Erlebnis, nicht? Also, wo ich da bleiben konnte. Nicht? Und nach dieser Zeremonie hat er mich dann aufgefordert, bei ihm zu bleiben, nicht? Dass ich alles lernen könnte über Voodoo. Nicht? Ich musste erst mal 3 Monate bei ihm wohnen. Und ich konnte nichts machen. Das hat mich natürlich ein bisschen irritiert. Ich dachte, ich könnte sofort anfangen. Ja. Sie konnten in erster Linie nur beobachten. Ich konnte nur beobachten. Hatten eben den Schlüssel geliefert bekommen, diesen Antwortsatz. Richtig. Dann haben wir hier jetzt noch was stehen. Diese Flasche, das ist ein zweites eindrückliches Erlebnis. Was war? Ja, was sehr gefährlich ist. Das ist von einer Ethnie, die heißen Holly. Die Holly leben tief im Busch an der Grenze Benin-Nigeria. Und wenn man Holly sagt in Benin, jeder sagt, es sind Schwarzmagier. Ne? Was natürlich Quatsch ist, eine sehr kleine Ethnie, es gibt ungefähr 5000 Holly. Und die wollen Fremde aus ihr Gebiet raushalten. Es gibt keine Ethnografie über die. Ne? Da hatte ich, hat mich natürlich sehr interessiert. Ich kam in das Holly-Dorf rein und der Priester kommt mir entgegen mit dieser Flasche. Er gießt sich einen Schnaps ein, trinkt es, gießt mir ein, ich soll ihn trinken. Und mein Beniner Mitarbeiter sagt, trink das nicht, der vergiftet dich. Dann habe ich gesagt, Unsinn, wenn er es trinkt, dann kann ich es auch trinken. Da sind 2 Schlangen drin. Ja. Ich habe es getrunken, ich war dann 2 Tage in dem Dorf, mir passierte nichts. Ne? Konnte aber keinen Kontakt kriegen zu den Menschen. Da habe ich sie noch mal 5-mal besucht. Jedes Mal wusste ich, wieder einen Schnaps trinken. Jedes Mal wurde meine Beziehung zu dem besser. 6. Mal komme ich in das Dorf, gibt er mir die Flasche und sagt, du bist ein ehrlicher Mann. Hättest du mich angelogen, wärst du jetzt tot. Warum? Ja, das sind giftige Schlangen. Aber warum? Die haben es lebendig in den Schnaps reingetan, scheiden das Gift aus. Nicht? Und das funktioniert nur, wenn man einen Adrenalinschub kriegt. Also in Verbindung mit einer Adrenalinausschüttung im Körper hätte das tödlich gewirkt. Ja. Also wenn Sie ihn angelogen hätten und Angst gehabt hätten in dem Moment, wären Sie gestorben. Ja, oder nervös. Ich bin Gott sei Dank ruhig. Also so eine Art Lügendetektor. Ist ein Lügendetektor. Und Sie sind ein mutiger Mann. Furchtlos. Ja, ich dachte nicht, wenn er es trinkt, dann kann ich es auch trinken. Tolle Geschichte. Ja, alles nur ein Hirngespinst oder eine faszinierende Religion. Was ist Voodoo? Diskutieren Sie mit uns online und schreiben Sie uns Ihre Meinung, liebe Zuschauer. Wir freuen uns drauf. Keine Nadelpüppchen, keine Zombies. Zombies schon, aber nicht so, wie wir sie jetzt uns vielleicht vorstellen. Was ist Voodoo dann? Hier nochmal einige Eckpfeiler dieser Religion. Im Voodoo gibt es eine oberste Gottheit. Sie hat, je nach Region, unterschiedliche Namen. Zum Beispiel heißt sie in Benin Maulisa und in Haiti Bon Dieu. Sie ist so mächtig, dass sie unerreichbar ist für die Menschen. Verehrt werden daher ihre Kinder. Und davon gibt es eine Menge. 401 kleinere Götter, alle mit eigenem Geltungsbereich. Zum Beispiel Sakpata, der Gott der Krankheit und Heilung. Die Wassergöttin Mamiwata
die zum Beispiel für den Schutz der Frauen steht, oder Legba, der Gott, der als Mittler zwischen Menschen und Göttern dient. Wissen die Gläubigen nicht weiter oder stehen vor wichtigen Entscheidungen, gehen sie zu einem Voodoo-Priester. Der befragt dann das Fa-Orakel. Es besteht aus zwei Ketten, an denen 16 Nussschalen hängen. Sie lassen sich zu 256 Zeichen kombinieren, die Aufschluss geben sollen. Aus einem Fa-Orakel ergibt sich oft, dass eine Zeremonie nötig ist, um ein Problem zu lösen. Ein Priester leitet die stundenlangen Rituale, bei denen die Vudusi häufig trommeln und tanzen. Die Gläubigen ehren die Götter mit Geschenken. Das können, je nach Anlass, zum Beispiel Schnaps, Reis, Parfüm oder auch Tieropfer sein. Denn die Religion beruht immer auf einem Austausch zwischen Menschen und Göttern. Wer etwas will, muss etwas geben. Während der Zeremonien fallen die Vudusi häufig in Trance. In diesem Zustand können die Götter dann in sie übergehen. Zwischen Menschen und Göttern herrscht also keine klare Trennung. Auch Leben und Tod verschwimmen im Voodoo. Verstorbene werden zu Ahnengeistern. Sie sollen die Familie beschützen und werden daher verehrt. Der Kontakt mit den Göttern, der ist sehr konkret. Wie läuft der ab? Ja, man arbeitet eigentlich mit Opfern. Nicht? Und man arbeitet mit sogenannten Buccios. Chio heißt der Körper, der Mensch. Und Bo ist die Macht, die appliziert wird. Mhm. Das ist so was. Das ist ja ein Telefon-Buccio. Für den Gott Ganbada. Ganbada ist ein Kriegergott. Und wenn man Sachen sehr schnell erledigen möchte, nicht, dann geht man zu Ganbada. Und das funktioniert so. Nicht? Also wenn ich jetzt Kontakt kriegen möchte zu den Göttern, dann puste ich in die Trillerpfeifen rein, ja. Dann spreche ich meine Botschaft in das Telefon rein, geht es viel schneller nach oben. Hier ist ein Handy dran. Ne? Und dass der Gott es nicht vergisst, kann man seinen Wunsch auch nochmal einschließen. Den Wunsch einschließen? Richtig. Mhm. Und wer hat das hergestellt? Ein Schnitzer macht natürlich die Figuren. Nicht? Aber um die Kraft zu applizieren, das muss immer ein Priester machen. Mhm. Also den Bo zu applizieren. Nicht? Und das macht er dann natürlich auch mit Orakelbefragung, nicht was dran soll. Nicht? Und er lädt dann die Kraft auch auf mit Blutopfern und verschiedene Pflanzen sind drin. Nicht? Ja. Das sind eigentlich sehr komplexe Teile. Nicht? Also das nehme ich dann mit nach Hause und stelle es mir hin? Nein, das hat der Priester. Das behält der Priester? Das behält der Priester. Also, das hat er Ihnen einfach gegeben? Ja, das ist hier von ein Priester, der gestorben ist. Die Kinder haben das geerbt und die haben sie mir dann gegeben. Das ist ja wertvoll, oder? Ja. Weil es ja sehr außergewöhnlich ist und einzigartig wahrscheinlich. Ist einzigartig. Also, aber wir wissen jetzt nicht, wer sich damit was gewünscht hat, ne? Nein, das weiß man nicht. Und das ist dieses Fa-Orakel, was wir gerade schon gesehen haben. Wie funktioniert das? Ja, das sind zwei Ketten mit 8 Nussschalen an jeder Kette und die beiden Ketten, die wirft man und dann hat man die Möglichkeit, eins von 256 Zeichen zu kriegen. Das sind 256 Schicksalszeichen und dann kann man natürlich weiterfragen, da gibt es bis zu 4200 Nebenfragen, die man beantworten kann. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Tarotkartenlegen, ist das so was Ähnliches? Es ist ein sehr, sehr komplexes System. Also ich war sehr skeptisch, wo ich das erste Mal gesehen hatte und das erste Buch, was ich gemacht habe, da bin ich zu 3 verschiedenen Orakeln gegangen, hat meine Orakel lesen lassen und alle 3 haben dasselbe gesagt. Was eigentlich erstaunlich ist, das waren 3 Orakel, die sie nicht kannten. Und was haben sie gefragt oder was haben sie lesen lassen? Also sie fragen erstmal gar nichts, sie geben nur ihren Namen. Und sie kriegen dann ein Schicksalszeichen und das Orakel wird ihnen alles sagen, wo sie heute stehen, wie sie da hingekommen sind und wie man vielleicht Probleme, die anstehen, umgehen kann. Das geht dann um Gesundheit, es geht um Fehler, die man vielleicht gemacht hat in der Vergangenheit und Fehler, die man nicht begehen sollte in der Zukunft. Und Sie haben 3 verschiedene Priester befragt und alle haben Ihnen das Gleiche gesagt? Ja. Also das heißt, Sie waren... Sie haben dasselbe Zeichen geworfen. Haben Sie das dann da geglaubt? Glauben Sie an Voodoo? Glauben an Voodoo, das Wort Voodoo heißt Gott. Ja. Mhm. Ich akzeptiere es und ich respektiere es. Ja. Also ich muss alles akzeptieren, was ich selbst erlebt habe. Mhm. Mit der Orakellesung ist es natürlich erstaunlich, wenn Sie 3 Menschen haben, die sich nicht kennen, Ihnen genau dasselbe erzählen. Mhm. Und
Ja, ich lasse heute noch mein Orakel lesen, Anfang jeden Jahres. Nicht? Und dann, was das Orakel sagt, wenn ich mich dran halte in den Jahren, dann kann ich auch Probleme vermeiden. Mhm. Interessant. Zu großen Teilen ist Voodoo ja eine Lehre über das Heilen mit Kräutern und Pflanzen. Das ist einer der Grundpfeiler des Voodoo. Und Kräuter und Pflanzen scheinen auch unersetzlich in einem Land, in dem der Großteil der Bevölkerung keine andere Medizin zur Verfügung hat. Henning Christoph hat bei seiner Reise in den Voodoo faszinierende Heiler kennengelernt. In Porto Novo leben viele Menschen vom Volk der Yoruba. Deren Magier verstehen sich auf schwarze und weiße Magie. Unter den herkömmlichen Hexern tummeln sich aber auch viele angesehene Heiler. Die wenigsten Afrikaner können sich westliche Schulmedizin leisten. Sie suchen Buschärzte auf. Wie die meisten Beniner ist Ogundola ein sogenannter 50-50. Als frommer Christ hat er allem falschen Zauber abgeschworen, aber sein Pseudonym, der auf den Eisengott Ogun verweist, zeigt die Wurzeln seines Wissens, Voodoo. Die meisten Krankheiten, sagt Ogunlola, säßen im Kopf. Dort müsse man ansetzen. Der alte Herr ist Therapeut und Psychologe. Jede Arznei ist immer auf einen bestimmten Patienten abgestimmt. Ogunlola kennt an die 1000 Heilkräuter. Solches Wissen hat die Neugier und Begehrlichkeit der Pharmakonzerne geweckt. Ständig auf der Suche nach neuen Medikamenten lassen sie jede afrikanische Straßenapotheke inspizieren. Aber fast immer stoßen ihre Emissäre auf eine Mauer des Schweigens. Rezepte werden in Afrika nur vom Vater an den Sohn weitergegeben. Seit Jahren verbindet Christoph eine innige Freundschaft mit dem Altvater der afrikanischen Naturmedizin. Vor 2 Jahren war ich mit 2 deutschen Ärzten hier und da haben wir dokumentiert. Und wir haben festgestellt, dass er wirklich ein Lexikon ist. Der jede Pflanze kennt, den lateinischen Namen jeder Pflanze. Was faszinierend ist, man findet das sonst nicht hier. Auch die Gelehrten in Benin, die können nicht die lateinischen Namen geben. Nach Ansicht afrikanischer Heiler wohnen jeder Pflanze 41 Tugenden inne, die sich allerdings nur dem Eingeweihten erschließen. Die Besorgung von Heilpflanzen ist mühsam und kostspielig. Und meistens sind die Wege sehr weit. Ja, das ist der Grundstein für meine Farm. Eins der Grundsteine. Also diese Farm habe ich gekauft für die Heiler von Benin, dass wir da hier eine Versuchsfarm rausmachen. Also die Möglichkeit, dass alles angepflanzt wird, was sie brauchen, nicht? Und teilweise, was wir brauchen für Medikamente, die wir jetzt hier entwickeln. Jahrelang hat Christoph mit den Behörden Benins um dieses Projekt gerungen. Seine Farm in Afrika ist 10 Hektar groß, liegt 100 Kilometer landeinwärts. Die Großfamilie Sotchekbo bewirtschaftet sie. Demnächst soll in der Ortschaft Lobogo auch eine kleine Klinik entstehen. Ja, diese Krankenstation, die wir gerade im Film gesehen haben, ist längst fertig und arbeitet. Gibt es denn sowas wie eine Sammlung dieses Voodoo-Wissens über Heilkunde? Nein, wir versuchen natürlich, so viel zu sammeln wie möglich, nicht? Dass wir das dann auch in Buchform rausbringen. Wir haben jetzt ungefähr 250, 300 Rezepturen dokumentiert und mit dem Ziel, dass wir wieder eine vernünftige Pflanzenapotheke aufbauen in dem Land. Das Wissen geht verloren. Die alten Heile geben das nur weiter an ihre Kinder und wenn die Kinder es nicht machen wollen, nehmen sie es mit ins Grab. Gibt es denn irgendeine Art von Zusammenarbeit zwischen den Voodoo-Heilern und westlichen Medizinern? Ja, es fängt an. In den letzten Jahren haben sehr viele Schulmediziner arbeiten mit Voodoo-Heilern zusammen. Das macht großen Sinn. Man kann auch sagen, nicht, also bei vielen Heilungszeremonien ist es auch eine Psychotherapie, die anschlägt. Ne?
diese Vermischung, das ist ja das Interessante daran. Für uns ist das natürlich nicht greifbar. Ich habe viele Bilder gesehen, die in erster Linie dann irritieren. Sie haben eine Heilungszeremonie miterlebt, wo jemand lebendig begraben wurde sozusagen. Worum ging es da? Ja, das war eine junge Frau, 19 Jahre alt, die war sterbenskrank in der Uniklinik in Cotonou. Hohes Fieber, abgemagert, aber ein Verdacht auf AIDS war negativ und die Ärzte konnten nichts bei ihr finden, haben der Mutter gesagt, sie soll sie nach Hause nehmen, sie würde in kürzester Zeit sterben. Die Mutter brachte sie zu Sose Gedenke, dem großen Priester und Heiler. Er guckte sie lange an, hat ein Orakel geworfen, da kam das Zeichen Sterbenswunsch. Ihr Freund hatte sie verlassen, das Mädchen hat aufgegeben, sie wollte sterben. Wenn Menschen aufgeben in den Tropen, bauen die viel schneller ab als bei uns. Sosa hatte ein Grab ausheben lassen für sie, einen Meter tief. Das Mädchen wurde in Trance getrommelt. Trance immer herbeigeführt durch Trommeln. Sie war schnell in Trance. Dann hat man sie eingewickelt in Pflanzen, ungefähr so dick um sie herum, auf ein weißes Laken gelegt, das Laken zugemacht, zugenäht und hat sie ins Grab gelegt. Sie lebte. Also mir wurde ganz anders. Das Grab haben sie zugeschaufelt. Frauen gingen in Trance, tanzen noch auf den Grab, was die Erde runterstampfte. Und der alte Priester setzt sich in einen Liegestuhl und schläft ein, 2 Stunden lang. Man denkt, sie erstickt. Ja, das waren furchtbare 2 Stunden. Nach 2 Stunden gibt er ein Zeichen, dass sie das Grab öffnen sollen. Sie öffnen es, nehmen das Mädchen raus. Sie hing ganz schlaff da. Ich war überzeugt, sie ist tot. Legen sie auf den Boden, schneiden das Laken auf, schneiden die Pflanzen auf. Sie richtet sich langsam hoch und sagt in einer leisen Stimme, ich habe den Tod gesehen, aber ich will nicht sterben. Danach konnte er mit ihr arbeiten. Und die 2 Stunden, wie haben Sie die ausgehalten? Haben Sie nicht das Gefühl gehabt, Sie müssen das Mädchen retten? Ja, war furchtbar. Ich muss mich entscheiden, zu bleiben, zu dokumentieren oder zu gehen. Ich habe mich konstant entschieden, dass ich bleibe. Hm. Aber ich war mir sehr unsicher. Gut, sie hat es überlebt und ein Teil dieser Zeremonie war auch Trance, die Sie gerade erwähnt haben. Und das ist ein Zustand, in dem man Kontakt mit den verstorbenen Ahnen und den Göttern aufnehmen kann. Bei Zeremonien oder großen Voodoo-Beschwörungen fallen die Voodoosi, also die Gläubigen, immer wieder in diesen bewusstlosen Zustand. Henning Christoph hat einen Kinofilm über die Voodoo-Kunst des Heilens in Benin gedreht und darin auch dieses in Trance-Fallen dokumentiert. Die Frau zerschlägt Glas in ihrem Gesicht, ohne Verletzungen davon zu tragen. Sie ist in tiefer Trance und unempfindlich gegen Schmerzen. Es ist die höchste Form der Verbindung zwischen Mensch und Gott. Wer dafür bereit ist, reibt sich mit gelber Paste ein. Einer Mischung aus Mais, Palmöl und geheimen Kräutern. Damit gibt man sich ganz in die Hand der Geister. Die Götter reiten ihre Menschenpferde, sagen die Voodoosi. Henning Christoph hat viele Jahre Trancegänger in Afrika beobachtet und fotografiert. Das geweißte Gesicht zeigt den Zustand der Besessenheit an. Der Gott ist jetzt leibhaftig unter seinen Gläubigen. Der Rhythmus der Trommel, das Stampfen der Tänzer und Zuschauer, die beständigen Bewegungen des Körpers verstärken und befördern die Trance. Trancegänger brauchen Publikum und sie machen eine Zeremonie zum Event. Die Besessenen spüren keinen Schmerz. Einige verletzen sich selbst, um die Macht zu zeigen und böse Geister fernzuhalten. Die Gemeinschaft betreut die Besessenen gut. Man achtet darauf, dass sie sich und anderen keinen Schaden zufügen. In Trance zu fallen gilt als großes Glück. Es erfordert Übung und viel Erfahrung, sonst riskiert das Medium psychische Schäden. Manche Trancegänger fallen in katatonische Starre und müssen mit Palmwein und Heilkräutern wiederbelebt werden. Schon Kinder, die in der Tradition des Trancegehens aufwachsen, können in den gottbesetzten Zustand fallen. Langsam und sehr vorsichtig müssen die Menschenpferde in die Alltagsrealität zurückgeholt werden. Was in den letzten Stunden geschehen ist, wissen sie nicht mehr. Aber sie haben den Kern des Voodoo erreicht. Sie waren für Momente eins mit den Göttern. Und wir sind jetzt verbunden mit Dr. Yvonne Schaffler, Medizinanthropologin an der Medizinischen Universität Wien. Sie hat sich spezialisiert auf Trance- und Besessenheitszustände im dominikanischen Voodoo. Guten Tag, Frau Dr. Schaffler. Grüße Guten Sie. Tag. Ist das, was wir gerade gesehen haben, damit vergleichbar mit dem dominikanischen Voodoo? Ja, durchaus. Also wir haben hier sehr intensive Trancen gesehen. Das gibt es in der Dominikanischen Republik auch.
Das wird so erklärt, dass die Geister mit sehr viel Kraft in ihre Menschenpferde eindringen. Oder so intensive Trancen werden auch gern einer bestimmten Gruppe von Geistern zugeschrieben, den sogenannten Bedrohgeistern. Das sind solche, die ihre Menschenpferde auch verletzen, so wie wir es hier im Video gesehen haben. Menschenpferde, damit meint man, dass der Geist den Mensch reitet, wie ein Pferd sozusagen. Das ist genau. Ziemlich verwirrend, wenn man sowas noch nicht gesehen hat oder diese Selbstverletzungen. Das macht eigentlich auch ein bisschen Angst. Wie funktioniert dieses In-Trance-Fallen? Ja, also der Trance-Zustand macht es möglich, dass man Schmerzen ausblendet. Die Wahrnehmung wird auf einen ganz engen Bereich fokussiert. Alle anderen Bereiche werden ausgeblendet. So wie ein Extremsportler das vielleicht macht beim Marathonlauf, der ist ganz fokussiert auf das Ziel, das er gerne erreichen möchte. Und unangenehme Empfindungen kann er dabei ausschalten. Das heißt, die spüren definitiv keine Schmerzen. Was spüren sie dann? Die Wahrnehmung ist im Voodoo sehr fokussiert auf Reize wie zum Beispiel die Musik. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sich die Körper oft im Rhythmus der Musik bewegen. Und was Trance auch charakterisiert, ist, dass die bewusste Kontrolle zurückgeht und unbewusste Anteile an die Oberfläche kommen können. Und in der Voodoo-Trance ist das zum Beispiel unbewusst Erlerntes. Also die Menschen, die in Trance fallen, in Voodoo-Trance, die haben das ja schon oft gesehen, wie das aussieht. Vorher, man hat ja auch gesehen, schon Kinder sind bei diesen Ritualen dabei und können auch schon in Trance fallen. Und in dem Moment, wo die Trance eintritt, das wird dann meistens durch ein Signal ausgelöst, kommt dieses unbewusst Erlernte an die Oberfläche und bewegt den Körper sozusagen wie automatisch. Kann jeder Mensch in Trance fallen? Ja, Sie und ich, auch die Zuseher, waren bestimmt schon in Trance. Es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem langweiligen Vortrag und beginnen zu träumen. Das ist schon eine leichte Form von Trance. Oder das, was wir gerade gesehen haben in dem Film, diese extreme Form, würde das uns auch gelingen? Uns Mitteleuropäern? Dazu gehört ein bisschen Übung, aber was dem vielleicht noch näher kommt, ist, wenn Menschen in der Diskothek tanzen zu monotoner Musik und immer dieselben monotonen Bewegungen vollführen, das kann auch schon ein intensiverer Trance-Zustand sein, aber der wird halt in unserer Kultur nicht religiös gedeutet. Und gibt es Menschen, die besonders empfänglich sind für Trance-Zustände? Also im Voodoo sind es oft sehr akzentuierte Persönlichkeiten, solche Menschen, die bei uns das Zeug hätten zum Künstler oder zum Schauspieler. Auf alle Fälle auch Menschen, die gerne aus sich herausgehen, weil, wie wir auch schon gehört haben, die Trance hat ja eine starke, also diese Voodoo-Besessenheit hat eine starke Ausrichtung nach außen. Da braucht es eben Zuseher, da braucht es ein Publikum. Und niemand sitzt daheim im stillen Kämmerchen und begibt sich in Trance. Spannend. Herzlichen Dank nach Wien, Frau Dr. Schaffler. Wir sprechen gleich noch weiter. Es kann also jeder von uns in Trance fallen, in der richtigen Umgebung, in der richtigen Gesellschaft, wenn man dazu bereit ist. Sind Sie schon mal in Trance gefallen? Nein. Warum nicht? Einmal möchte ich es nicht. Und in so ein Trance, ich glaube nicht, dass wir in so ein Trance reinkommen können. Ach so. Und warum möchten Sie nicht? Da könnte ich dann nicht mehr arbeiten. Kontrollverlust? Auch, ja, natürlich. Also das, so geht es mir. Man verliert ja offensichtlich vollständig die Kontrolle. Aber ich meine nicht, also wir können das nicht. Also ich glaube immer, das fängt an schon mit dem ungeborenen Kind. Also spürt ihr ja, wenn die Mutter in Trance ist. Später werden die Kinder an den Rücken angebunden von den Müttern, nicht? Also leben immer in den Rhythmus von den Müttern. Nicht? Und man kann das schon sehen bei Kleinkindern, sobald sie stehen können. Nicht? Also die Bewegung, wie sie die Trommeln hören, nicht? Der Tanz. Nicht? Also das kann man nur, Europäer, wenn man da hineingeboren wurde in dieses afrikanische. Also das, ich glaube, nicht? Bei uns, das ist nicht so ein tiefer Trance. Sie hatten mal ein Trance-Erlebnis oder sowas Annäherndes in Amerika, wo Sie ein etwas erschreckendes Erlebnis hatten, wo jemand auf Sie draufgefallen ist. Was ist da genau passiert? Das war bei Papa Joe, ein amerikanischer Voodoo-Priester in Raleigh, North Carolina. Also das erste Mal, wo ich ihn besucht hatte, kam eine Klientin an, eine sehr dicke Frau.
Und er hat mir gesagt, ich sollte auf sie aufpassen, dass sie nicht wegrennt. Und ich sagte, ich könnte die Frau nicht aufhalten, die ist zweimal so groß wie ich. Und er ging dann in einen Raum, nicht, was er Sachen vorbereiten wollte für eine Zeremonie. Und sie sagte immer zu mir, nicht, also wenn irgendwas mit Blut macht, gehe ich weg. Ich habe sie immer versucht zu beruhigen. Er öffnet eine Tür zu einem dunklen Tempelraum und sagte, ich sollte reinkommen, mich da auf einen Hocker setzen vor ein Regal mit sehr vielen Schädeln, menschlichen Schädeln, und eine Zigarre anzünden. Ja, kann ich machen, habe ich gemacht. Dann hat er sie reingerufen und er hatte einen Hahn hinter seinen Rücken, hat den Hahn genommen, hat ihn geköpft und hatte den Hahn dann über den Kopf gehalten. Das Blut floss im Gesicht runter. Und sie schrie, oh Jesus, hat die Arme hochgeworfen und das Koloss von Frau fiel auf mich drauf. Ich kippte natürlich zurück gegen die Regal mit den vielen Schälen. Das kippte um, die Schälen kullerten überall hin. Und jetzt war ich zwischen zwei Riesenbusen, ich konnte keine Luft mehr kriegen, die Zigarre war zerquetscht im Mund, ich roch, wie mein Bart schmorte und ich konnte nur noch Help sagen. Nicht? Und dann haben seine zwei Assistenten haben die runtergezogen. Nicht? Und, die war in Trance, die Frau? Ja, ja, sie ist ohnmächtig geworden. Ja. Nicht? Und er sagte nur, ja, guess that did the trick. Nicht? Und dann hat er Hocker aufstellen lassen in diesem Tempel. Wir haben alles hingesetzt und dann hat seine Assistenten rausgeschickt, dass sie bei McDonald's Hamburger und Fries und Cokes holten. Und da saßen wir in diesem Raum, nicht, Blut auf ihr Gesicht, Schädel überall, nicht, und haben die Hamburgers gegessen. Nicht, und das ist sehr skurril. Sehr skurril, ja. Hat sie das haben Sie auch gelacht oder was ist das? Ich war erst mal ein bisschen mitgenommen, nicht, weil ich wäre ja fast erstickt. Der Tod, über den müssen wir jetzt auch sprechen, im Voodoo, hat eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Er wird völlig anders betrachtet. Er gilt als Teil des Lebens. Und was das bedeuten kann, das sehen Sie in unserem nächsten Film, in dem eine Frau einen Geist heiratet. Genau so. Sie hatte kein Glück mit den Männern. Dreimal war Denise verheiratet, dreimal mit dem Falschen. Diesmal soll es der Richtige sein. Denise gehört zu Papa Joes Voodoo-Gemeinde. Er hat erkannt, was ihr fehlt. Ein Ehemann, der sie schützt und bedingungslos liebt. Er schlug ihr vor, Simbi Makaya zu heiraten. Einen Voodoo-Geist. Denise war zuerst entsetzt, aber jetzt ist sie bereit, Ja zu sagen zu diesem nicht ganz alltäglichen Ehepakt. Während Braut und Bräutigam angekleidet werden, hat sich die Hochzeitsgesellschaft schon versammelt. Und Papa Joe führt eine hochtraditionelle Trauung durch. Mit Eheversprechen, Ringtausch und einer kurzen, heftigen Voodoo-Ansprache. I give thee my troth. That he who gives it and she who wears it. Who in the moon shall take on me now? Pack a shot to. Who sat in la mama onda? I can say what he's already given me, that feeling of peace and tranquility. Soll ich Ihnen sagen, was er mir gibt? Er gibt mir Frieden und innere Ruhe. Er vermittelt mir, Denise, ich bin bei dir. Ich bin da, dich zu beschützen und zu behüten. Was immer auch sein wird, ich werde dich beschützen und behüten. Mit aller Ernsthaftigkeit, mit der eine Frau jemals beschützt worden ist. Denise wollte eine Hochzeit mit allem, was zu einer richtigen Trauung dazugehört. Mit Hochzeitsfotos. Mit Musik und Torte und Blumenstrauß werfen. Nur, dass der Bräutigam immer in seiner Ecke bleibt. Hier in der Voodoo-Gemeinde ist sie mit ihrer jungen Ehe akzeptiert und integriert. Aber wie werden Denise' Kollegen reagieren? Wenn sie es rausfinden, finden sie es eben raus. Ich werde das nicht leugnen. Denn wenn ich das hier leugne, verleugne ich mich selbst. Und Simbi wird mich dann verleugnen, wenn ich ihn brauche. Irgendwann sind die frisch Vermählten dann allein. Denise beschreibt Simbi den Hochzeitskuchen, den sie ja allein für sie beide essen muss. Und dann ist es Zeit für die Hochzeitsnacht.
Denise wird sie in Simbi Makayas Sarg verbringen. Und am nächsten Morgen wird sie sagen, es sei wie in einem sehr guten Hotel gewesen. Die schönste Nacht nach dem schönsten Tag im Leben. Herr Christoph, das ist wirklich sehr, sehr befremdlich. Das wirkt wie eine Inszenierung und einfach nicht glaubwürdig. Ist das wirklich ernst gemeint? Ja, das sieht aus wie eine Hollywood-Inszenierung, aber es ist ernst. Nicht? Also der amerikanische Voodoo hat natürlich immer so ein bisschen was Spektakuläres. Wenn die Afrikaner das sehen, die stehen da mit einem offenen Mund. Ach, genauso, denen geht es genauso wie ja, uns? Ja, also die Frau ist jetzt mit einem Geist verheiratet, also sie bleibt alleine, oder wie? Naja, sie war dreimal verheiratet und hat es satt mit Männern. Nicht? Und das vierte Mal wollte sie einen Geist heiraten. Und bleibt jetzt alleine praktisch? Ja, so mit diesem ich's. Geist. Ja, ja. Aber der ist ja nicht da, oder ist er da? Für sie ist er da. Also der Was Geist, halten Sie davon? Es hat ihr geholfen. Also ich sehe das auch wieder als eine Psychotherapie. Sie hat eine, normalerweise, nicht, also wenn man initiiert wird zu einem Geist, mit einem Geist, nicht, schläft man in den Tempel. Nur sie wollte eine echte Hochzeit haben, eine Hochzeit in Weiß. Nicht? Und in Amerika ist alles möglich. Nicht? Papa Joe hat gesagt, okay, nicht? Sie soll es machen, wie sie möchte. Nicht? Und dann hat der Geist wird dargestellt mit diesem Schädel, Simbi Makaya, ein Kongo-Geist. Und er hatte dann ein Holzmannequin genommen, den Schädel auf Mannequin, haben sie angezogen, eine echte Trauung. Und sie hatten sogar ein Zertifikat, was auch im Rathaus abgegeben wurde. Nicht? Also sie hat sogar den Namen geändert von Denise Johnson, nicht? Also zu Denise Makaya. Also das wurde wirklich als Hochzeit anerkannt. Ja, anerkannt. Gut, das war eine außergewöhnliche, sehr außergewöhnliche Hochzeitszeremonie. Sie haben auch sehr außergewöhnliche Beerdigungszeremonien erlebt, vor allem bei Ihrem Freund Sosa Gedenge, der Voodoo-Priester, der Sie in Benin eingeführt hat in sein Wissen und überall mit hingenommen hat. Als der gestorben ist, haben Sie was Unglaubliches erlebt. Ja. Was ist da passiert? Da waren natürlich Voodoo-Anhänger von ganz Benin da. Nicht? Und bei einem, der in Trance ging, besessen von dem Gott Koku. Nicht? Meistens nehmen die Männer Messer, schneiden sich tiefe Wunden in den Körper, zu zeigen, dass sie stärker sind als das Böse. Man hatte Angst, dass das Böse das Hexen und das Grab einsteigen von solche Gedenke. Wir dieser sehen jetzt Mann, Bilder. Ja, dieser Mann hat sich das Messer quer durch den Kopf gerammt. Und Sie standen daneben? Ja, ich habe die Fotos gemacht. Und die haben ihn eine Stunde um das Grab getragen von den Priestern. Ich war überzeugt, sie ist tot. Er ist tot. Nicht? Nach der Stunde haben sie ihn hingelegt, das Messer rausgezogen, pflanzen sie auf die Wunden. Das dauerte ungefähr eine Stunde, da kam der Mann zu sich. Er war klar, ich konnte ein Interview mit ihm machen und ein Bier trinken. Und ich hatte meine Probleme damit. Ich bin mit er hat nicht mehr geblutet? Nein. Weil war natürlich, wo das Messer reinging, das war nicht sehr schön. Nicht? Das ist natürlich eine Riesenwunde. Ja, und nach dieser Stunde, wie ging es weiter? Lebt er heute noch? Ja, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, vorigen Sommer. Das ist ein Bauer, es geht ihm gut. Er weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat zwei Riesennarben an den Kopf, aber fragt auch nie nach. Nicht? Man dürfte ihm nie sagen, was er gemacht hatte. Er sagt, wenn er das wüsste, würde er auf der Stelle tot umfallen. Ja. Warum? Ja, er war ja Gott zu der Zeit. Also ich habe auch diesen Film und Fotos, bin ich zu einem Chirurg gegangen in Cotonou und habe ihm das gezeigt und habe gesagt, kannst du mir das mal erklären? Man sucht sofort den Trick. Meine Söhne würden sagen, das ist so ein Klappschaft und die Klinge ist eingefahren und auf der anderen Seite angeklebt. Ich habe gesehen, wie es durchkam. Es gab einen Riesenknall. Und, ich habe das einem Chirurg gezeigt, einem afrikanischen Chirurg in Cotonou, und habe gesagt, kannst du mir das mal erklären? Der lachte nur und sagte, Henning, du bist doch lang genug hier, du musst doch wissen, das war nicht der Mensch, der Mann, der es machte, das war der Gott, der ihn geritten hatte. Und das hat dieser Chirurg geglaubt? Ja, Götter können sich nicht verletzen. Götter können sich nicht verletzen. Ich weiß, liebe Zuschauer, wir verlangen Ihnen heute viel ab. Selbst wenn man sein ganzes Leben mit Voodoo verbringt, kann man nur so viel verstehen, wie ein Auge zwischen zweimal blinzeln sieht. Das hat ein Voodoo-Priester zu Ihnen gesagt. Und dann ist so eine Stunde Planet Wissen natürlich viel zu wenig, um das alles zu erzählen. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über Voodoo, dann schauen Sie mal bei uns ins Internet. Dort sind wir auch unter anderem den Zombies nachgegangen, die, so wie sie heute bei uns in Filmen und Fernsehen vorkommen, aus Haiti ursprünglich stammen, aus dem haitianischen Voodoo. Und wir haben uns mit dem Nocebo- und Placebo-Effekt auch beschäftigt, der im Voodoo ja eine wichtige Rolle spielt, der aber auch die westliche Medizin immer wieder beschäftigt und verblüfft. Nach dem Motto, Glauben
versetzt Berge. Das alles unter planet-wissen.de. 85% des Voodoo ist Heilkraft, 15% ist Schadenszauber, sagt Henning Christoph, unser Gast heute. Und gerade der Schadenszauber ist es aber, der Voodoo für uns so faszinierend macht. Wir haben ein paar Anwendungsgebiete der schwarzen Magie für Sie zusammengestellt. Schwarze Magie widerspricht der schützenden Idee des Voodoo. Sie wird aber trotzdem praktiziert. Ein drastisches Beispiel für schwarze Magie ist die sogenannte afrikanische Pistole, auch Chakuta genannt. Dabei werden scharfe Gegenstände wie Scherben, Rasierklingen oder Nägel in den Körper des Opfers geschossen, mit der puren Kraft der Gedanken. Nur ein spezialisierter Priester, ein sogenannter Ganbada, kann das Opfer von diesem schlimmen Fluch wieder befreien. Das gelingt jedoch nicht immer. Manchmal endet die afrikanische Pistole auch tödlich. Hexen sind ebenfalls Teil der schwarzen Magie. Es sind von bösen Geistern besessene Frauen, Männer und sogar Kinder. Sie haben unheilvolle Kräfte, die Krankheiten oder den Tod verbreiten. Auch Hexen können nur mit Hilfe eines Priesters befreit werden. Ein schier unglaublicher Fluch kommt aus der Welt des Fußballs. Wir schreiben das Jahr 1967. Der argentinische Verein Racing Club Buenos Aires hat gerade den Weltpokal gewonnen, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Noch in derselben Nacht aber vergraben die Fans des verfeindeten Lokalrivalen 7 tote Katzen im Stadion ihres Konkurrenten. Sie sind mit einem Fluch belegt und sollen Unglück bringen. Und tatsächlich, ab nun kann Racing Club keine Erfolge mehr feiern. Der Verein versinkt immer mehr im sportlichen Niemandsland. Um den Fluch zu beenden, buddelt der Club jahrelang nach den toten Katzen. Es werden aber nur 6 der 7 Katzen gefunden. Die sportliche Talfahrt hält weiter an. Der Verein steht schließlich sogar vor dem finanziellen Aus. Am Ende lässt der Club völlig verzweifelt das gesamte Stadion umgraben. Und tatsächlich findet man fast 35 Jahre später die Überreste von Katze Nummer 7. Das Wunder wird wahr. Noch im selben Jahr wird der Club wieder argentinischer Meister. Der Fluch ist besiegt. Auch eine spektakuläre Geschichte, die Sie vielleicht auch kennen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist nicht Voodoo. Warum nicht? Ja, nicht alles Schwarzmagie ist Voodoo. Nicht? Das ist eins von den Vorurteilen, die man mal hat. In jeder Gesellschaft gibt es Schwarzmagie. Mhm. Und in Argentinien hat man keinen Voodoo. Aber das ist ein Fußball-Boccio, den Sie mitgebracht haben. Ja, das ist ein Fanartikel. Nicht? Also wenn ich einen Spieler Kraft geben möchte, dann kaue ich Ginipfeffer, spuckt das auf den Kopf. Ginipfeffer? Ginipfeffer. Aha. Schnaps über den Kopf und die Zigarette anzünden, dann springt die Zündkerze an. Das ist eine Zündkerze. Ja, hier ist sie. Ja, gibt den Spieler wieder Kraft. Die Gegenspieler kann ich einschließen mit den 3 Schlössern und hinten ist noch eine Trillerpfeife für den Schiedsrichter. Das wird also tatsächlich bei Fußballspielen, haben das die Fans dabei? Das ist ein Fanartikel, ein typischer Fanartikel. Dann müsste aber Afrika im Fußball sehr viel erfolgreicher sein, wenn das wirklich funktionieren würde. Ja, ich meine, jeder benutzt das beide Seiten nicht? Und dann... Ja. Ach so, meinst du, da hebt sich der Zauber vielleicht auf. Wir schalten noch mal nach Wien zu Frau Dr. Schaffler. Die schwarze Magie, die findet sich ja auch im hispanischen Voodoo und wird dort sogar in der Politik angewandt. Wie sieht das da aus? Wie macht man das? Ja, eine Verbindung zu den Geistern ist immer auch mit Macht assoziiert. Und Politiker haben sich das schon öfter zunutze gemacht, wie zum Beispiel der haitianische Diktator Jean-Claude Duvalier. Der hat sich zum einen in der Öffentlichkeit gerne mit Voodoo-Priestern sehen lassen und zum anderen hat er auch ihre Gesten kopiert, ihren gesamten Habitus. Er hat leise geflüstert, er hat einen stechenden Blick geübt und er wollte, dass die Leute eben denken, dass er auch mit den Geistern in Verbindung steht. Und das hat offenbar seine Macht erhöht. Wie stark ist die schwarze Magie im Voodoo, Frau Dr. Schaffler? Also im gemeinschaftsorientierten Voodoo, und der ist häufiger, ist die schwarze Magie jetzt nicht besonders üblich. Es sind eher Personen am Rand der Gesellschaft, die Schadenszauber ausüben. In der Dominikanischen Republik gibt es Orte, die sehr bekannt dafür sind, dass sie viele Hexer beherbergen. Von denen heißt es dann, dass sie mit beiden Händen arbeiten, sie mit der linken Hand Schaden machen und mit der rechten heilen. Gibt es diese Hexer auch im afrikanischen Voodoo, Herr Christoph? Ja, die heißen dort Azeto. Mhm. Und sind die gern gesehen? Ich habe das jetzt so verstanden, man guckt ein bisschen, dass man nicht gesehen wird, wenn man da hingeht, oder? Richtig, ist genau so. Mhm. Aber man glaubt dran?
Ja, ja, klar, jeder glaubt dran. Deswegen funktioniert es ja auch, wenn man dran glaubt. Sind Sie denn, Frau Dr. Schaffler, schon mal verhext worden? Nein. Also ich habe mal zugesehen, wie so ein Objekt präpariert wird. Da ging es darum, eine Person zum Schweigen zu bringen. Und dazu hat man mit Symbolen gearbeitet. Man hat eine Schweinezunge verwendet und die an einen Baum genagelt. Auf diese Art sollte symbolisch diese Person, an die der Schadenszauber gerichtet war, eben zum Schweigen gebracht werden. Sie betrachten Voodoo von der wissenschaftlichen Seite. Glauben Sie denn daran, dass das alles funktioniert? Ich glaube eher, dass da sehr viel Psychologie im Spiel ist und ja, dass Voodoo-Rituale durchaus therapeutisch wirken können. Und ja, ich habe da eher eine Außensicht darauf. Ja. Für die sind wir Ihnen auch sehr dankbar. Herzlichen Dank nach Wien, Frau Dr. Schaffler, für Ihre Einschätzungen. Sind Sie schon mal verhext worden, Herr Christoph? Nee, verhext nicht, aber vergiftet. Und zwar wie? Sie sehen sehr gesund aus. Ja, nee, das war... ich hatte eine Klinik gebaut in Benin und der Bürgermeister von dem Dorf hat 25% des Zements geklaut. Ich habe es mir zurückgeholt. Er hat sich sehr geärgert und gesagt, das ist üblich hier, wenn man baut, dass 25% den Bürgermeister gehen. Da habe ich gesagt, nee, in diesem Fall nicht. Ne? Und ich hatte ein Haus am Strand in Cotonou mit einer Veranda, das war ebenerdig. Und abends lief ich mal barfuß über meine Veranda. Ne? Und einen Abend hatte ich das auch. Und war Mitternacht, habe ich mich hingesetzt, wollte noch was lesen. Und ich spüre auf einmal einen wahnsinnigen Schmerz in meinen linken Fuß. Und ich sehe, wie der Fuß anschwillt. Mein Mitarbeiter kam vorbei und ich habe gesagt, er soll mich schnell ins Krankenhaus bringen. Ne? Er guckte den Fuß an, rannte raus und fuhr weg. Und ich dachte, was ist mit dem los? Ne? Halbe Stunde später kam er zurück mit einem Koffer voller Flaschen mit Flüssigkeiten, Pflanzen. Und er fing an zu murmeln, bespuckte meinen Fuß mit verschiedenen Flüssigkeiten, machte ein Holzkohlfeuer, nicht, und verbrannte Pflanzen. Hat mich eingeräuchert in meine Wohnung. Da habe ich ihn gefragt, ist das dein Erste-Hilfe-Koffer gegen die schwarze Magie? Die Antwort war, jeder Familienvater muss sowas haben. Wenn man das nicht erklären kann, nimmt man diese Pflanzen. Und da habe ich schlafen gelegt und nächsten Morgen war ich alles okay. Sie glauben da schon ein bisschen dran, kann das sein? Nee, das hat nichts mit Glauben zu tun. Das war seriell, eine Vergiftung. Schwarze Magie, Hexerei, das Verfluchen einer Person, das ist eine gewaltige Macht im Voodoo, die leider auch Kriminelle nutzen, selbst bei uns in Deutschland. Zwangsprostituierte statt Kindermädchen. Für viele nigerianische Mädchen ein Schock, wenn sie hier ihren Körper verkaufen müssen. So erging es auch drei jungen Nigerianerinnen, die mit falschen Papieren nach Düsseldorf geschleust wurden. Tracy war eine von ihnen. Kaum angekommen, musste sie in Bordellen anschaffen, auch in Frankfurt. Und dort stand jetzt ihre Zuhälterin, die 37-jährige Queen Boye G., vor Gericht. Der Vorwurf: schwerer Menschenhandel und ausbeuterische Zuhälterei. Allein Tracy sollte über 60.000 Euro an die Zuhälterin zahlen. Das Druckmittel: ein Zauberschwur. Der hatte zum Gegenstand, dass sie versprechen mussten, dass sie ihre Madam, so bezeichnen die Nigerianer Zuhälter, ihre Madam nicht verraten dürften, ihre Schulden abbezahlen müssen, sich in Deutschland nicht an die Polizei wenden dürfen, nicht weglaufen dürfen. Und sollten sie das nicht machen, drohen ihnen schlimme Konsequenzen. Die körperliche Unversehrtheit steht da auf dem Spiel, vielleicht sogar das Leben. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, wie ernst es den Nigerianerinnen mit dem Voodoo-Glauben ist. Auch die Zuhälterin selbst glaubt daran. In ihrer Wohnung beschlagnahmt die Polizei diese rituellen Gegenstände, Ruß, Kreide und Muscheln, die sollten ihr selbst Geld und Schutz bringen. Päckchen mit persönlichen Gegenständen ihrer Opfer, wie Fotos, Haare und Regelblut, sollen der Zuhälterin Macht über die Mädchen verleihen. Diese Juju-Pakete bestellt sie direkt in Nigeria bei Voodoo-Priestern. Die basteln diese Päckchen in Anwesenheit der Mädchen, die darauf ihren Schwur leisten, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen. Voodoo-Priester sind dort sehr mächtige und sehr wichtige Personen. Und deshalb setzt ein Voodoo-Schwur die afrikanischen Frauen und hier insbesondere die nigerianischen Frauen sehr stark unter Druck. Die Zuhälterin wusste das und bezahlte korrupten Voodoo-Priestern viel Geld dafür. How
Die Madame traut den Mädchen nicht, dass sie ihr das Geld zurückzahlen. Sie befürchtet, die Mädchen könnten nach der Ankunft einfach weglaufen. Also bringt die Madame sie in den Schrein und lässt sie schwören. Wenn sich die Mädchen dann weigern zu zahlen, holt sie der Juju-Fluch ein und bringt Unheil über sie. Die unheilvolle Arbeit der Voodoo-Priester führt die Mädchen direkt in die Prostitution, ein florierendes Geschäft in der Hand von Zuhälterinnen. Damit Tracy die enorme Summe von über 60.000 Euro zahlen konnte, musste das 18-jährige Mädchen jede Nacht mehr als 8 Freier bedienen. Morgens kassierte die Madame alles ab. Tracy hält 2 Jahre durch, zahlt fast alles. Als ihre Zuhälterin Boye sie immer noch nicht gehen lassen will, traut sich Tracy endlich zur Polizei zu gehen, trotz Voodoo-Schwur. Durch Tracys Aussage konnten diese 3 aussteigen. Sie hoffen, in Deutschland bleiben zu können. In Nigeria erwartet sie nichts. Ein letztes Mal wollen sie ihre Zuhälterin sehen, bei der Urteilsverkündung vor Gericht. Dass Queen Boye früher selbst Zwangsprostituierte war, hilft ihr hier nicht. Das Urteil der Richter: 3 Jahre Haft. Krokodilstränen? Nach nur 1,5 Jahren könnte Boye G. nach Nigeria zurückkehren. Von dem Geld der Mädchen hat sie dort 6 Immobilien und Fahrzeuge mit Chauffeur bezahlt. Ihre Opfer stehen mit nichts da. Sie kennen den Fall, Herr Christoph. Sie haben auch mehrfach schon Polizei und Staatsanwaltschaft beraten. Wie hätte man den Mädchen oder wie kann man solchen Mädchen helfen? Ja, einmal hat das überhaupt nichts mit Voodoo zu tun. Nicht? Also, das ist in Benin City in Nigeria. Und man verwechselt das immer mit Republik Benin. Den Mädchen könnte man ganz einfach helfen. Nicht? Also wenn man einen Voodoo-Priester, einen echten Voodoo-Priester hier nach Deutschland fliegen würde und der den Mädchen dann in der Untersuchungshaft besucht und da eine Zeremonie macht für sie. Nicht? Das würde sie befreien. Aber da ist die deutsche Justiz noch nicht so weit, dass sie es machen kann. Nicht? Die machen das mit Psychotherapeuten. Aber so reden die Mädchen nie. Mhm. Und da müsste man sich dann sehr öffnen. Ja. Um einfach in ihrer Welt da zu begegnen, damit sie das nicht weiter glauben, was ihnen da fälschlicherweise eingeredet wurde. Ein anderer Markt für Voodoo in Deutschland ist das Internet, wo selbsternannte wahrscheinlich Priesterinnen Liebeszauber anbieten. Wie kann das sein? Funktioniert's? Nein, natürlich nicht. Also das sind alles Scharlatane, das ist eine Geldmacherei. Nicht? Und das ist auch wieder der Missbrauch. Nicht? Also das Wort Voodoo wird überall missbraucht. Nicht? Man sagt immer, nicht, dass es schwarze Magie ist. Ich mache ein Voodoo mit dir. Das kann man nicht machen. Übersetzt wäre das. Nicht? Ich mache ein Gott mit dir. Mhm. Und sieht man den Einfluss, Hollywood drauf hatte, nicht? Und die Medien. Also viel Humbug. Ist sehr viel Humbug. Und Voodoo, das Echte, funktioniert nur, wenn man wirklich dran glaubt. Richtig. Durch Ihre Beschäftigung mit Voodoo ist Benin Ihre zweite Heimat geworden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die erste Heimat ist aber immer das Ruhrgebiet geblieben, Essen. Und viele von Ihnen kennen bestimmt das Museum Soul of Africa. Über 2000 Exponate hat Henning Christoph dort zusammengetragen. Und das Herzstück dieser Sammlung sollte ein echter, authentischer Altar für die Wassergöttin Mami Water sein. Und der hätte sie fast ruiniert. So aufwendig war das. Gucken Sie mal. »41 heilige Figuren. Der Altar zu Ehren der Wassergöttin Mami Water ist das Herzstück in Henning Christophs Ausstellung. In ihn hat der Essener nicht nur viel Liebe, sondern auch jede Menge Geld gesteckt, sogar sein Haus verkauft.« »Ja, die meisten denken, ich bin total verrückt. Also sein Haus zu verkaufen für so ein Altar. Aber das Erlebnis, was wir damit hatten, also das ist unbezahlbar.« Und ein Haus. Was ist ein Haus? Mitnehmen kann ich sowieso nicht. Ne? Alles beginnt 1992. Henning Christoph ist wieder mal in Benin. Sein großer Traum? Er möchte sich einen Altar der Voodoo-Göttin Mami Water anfertigen lassen und diesen mit nach Hause nehmen. Da hatte ich den großen Priester Sose Gedenge gefragt, ob er das für mich machen könnte. Nicht? Und er hatte lange überlegt und hatte dann gesagt, ja, aber wir müssen das Holz nehmen von einem Iroko-Baum. Und zu der Zeit wusste ich nicht, was er damit meinte, aber der Iroko-Baum ist in Voodoo ein Gott. Ich war einverstanden, aber er sagte, wir müssen aber eine Zeremonie machen und die Zeremonie dauerte 3 Tage und 3 Nächte.
Die Wodusi tanzen und feiern durch. Alles für Henning Christoph. Erst nach der Zeremonie entstehen die ersten drei Figuren für seinen Altar. Nur sie kommen zunächst nach Deutschland. Die drei Kundschafter sollten rausfinden, ob es sicher ist, für die anderen hierher zu kommen. Und hier auf einem Altar zu stehen, in Essen-Rüttenscheid. Also natürlich eine sehr ungewöhnliche Umgebung für die Voodoo-Götter. 9 Monate macht Henning Christoph immer wieder Fotos von den Figuren und bringt sie zu seinem Priester nach Benin. Der entscheidet schließlich, Christoph darf seinen Altar bauen. Doch bis der fertig ist, dauert es noch einmal mehr als 6 Jahre. Denn eine neue Figur dürfen die Wodusi erst dann schnitzen, wenn der Priester geträumt hat, wie diese aussehen soll. Für mich war das schon wichtig, weil es auch das Ganze, was ich hier in diesem Museum versuche zu zeigen, das ist alles echt. Da ist nichts Nachgebautes, was für mich auch sehr wichtig ist. Und so merkt man auch, spürt man auch die Energien hier drin. 1999 sind alle Figuren fertig. Henning Christoph holt sie nach Essen. Doch bevor der Altar dort aufgebaut werden darf, reist der Ethnologe mit einer Gruppe von Afrikanern und allen Holzfiguren 6 Wochen lang quer durch Deutschland. Denn Mamiwata muss ihre neue Heimat kennenlernen, so die Bedingung des Priesters. Mit seinen Gästen erlebt Henning Christoph die kuriosesten Geschichten. Ja, wo ich die große Gruppe Beniner hier hatte, die erste Nacht, die kannte natürlich kein fließendes Wasser. Ich komme wirklich aus dem Dorf und das erste Mal in ein Hotel. Und als erstes muss ich natürlich die Sanitäranlagen erklären, also wie das Klo funktioniert, die Dusche. Und da waren die so fasziniert, dass sie die ganze Nacht wirklich mit dem Wasser gespielt hatten. Und da hatten wir überall Überschwemmung. Trotz allem, am Ende landet der Altar tatsächlich in Henning Christophs Museum. Und hier wird regelmäßig geopfert, unter anderem von einem afrikanischen Studenten. Der kommt jeden Samstag hierher und zieht seine Lottozahlen. Er hatte diese Schale mit den Kaue-Schnecken drin, zieht seine Zahlen, füllt seinen Lottoschein aus, tut ihn dann unter den Arm von dieser Figur und den holt er sich dann den folgenden Samstag ab. Und das macht er jetzt seit ca. 2 Jahren und gewinnt auch fast jede Woche zwischen 30 und 50 Euro. Zufall oder nicht? Selbst für Experte Henning Christoph ist und bleibt Voodoo immer noch ein Mysterium. Haben Sie es nicht doch mal versucht mit den Lottozahlen? Ich habe es versucht, aber nie Glück gehabt. Sie sagen ja, Sie glauben nicht an Voodoo, aber Sie pflegen den Altar, Sie parfümieren ihn. Sie zünden Zigaretten an, weil die Göttin das so mag. Warum machen Sie das? Ja, es wurde mir auferlegt und aus Respekt. Also ich habe natürlich auch eine Verantwortung, also wenn ich sowas hierher bringe. Mhm. Und was hat Ihnen Voodoo gebracht für Ihr Leben? Wie hat das Ihr Leben verändert? Hat mich geerdet. Also es sind viele Sachen, die ich einfach nicht mehr so ernst nehme wie andere. Also unser Drang nach Sicherheit in diesem Land, also ist nicht mehr viel, was mich aus der Ruhe bringen kann. Glaube ich Ihnen. Das strahlen Sie auch aus. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Henning Christoph, weiterhin alles Gute für Sie. Danke. Das war unsere Sendung über Voodoo. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald bei Planet Wissen. Tschüss.